Habt ihr gehört, dass der Geist von William Auberland hier in der Schule spuken soll? Hahaha, ha, ha. Das ist ein Witz. Das war ernst gemeint. Die Schüler munkeln darüber, dass er hier gesichtet wurde. Sicherlich. Wir machen eine Wette. Wer glaubt, dass es den Geist hier nicht gibt? Wer glaubt, dass es den Geist hier gibt? Okay, wir werden nach dem Geist suchen. Je nachdem, wer gewonnen hat, hat diese Wette gewonnen. Und wo willst du ihn bitte suchen, wenn noch keiner ihn gesehen hat? Wir werden Spuren finden. Lasst uns so tun, als wären wir so kleine Detektiven. Coole Idee. Ich würde das machen. Aber wie wollen wir uns jetzt nun nennen? Irgendwas mit dem Geist vielleicht. Vielleicht die Detektive des Flötengeist. Ja, die Idee ist klasse. Los geht's. Los geht's. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, wie er fortschritt. Was? Was ist es bloß? Ein iPad? Oder? Was denkst du? Soll ich die Decke abziehen? Kannst du das machen? Oder du? Hey, was ist los, Leute? Wer ist das? Ach, Julia, nur du. Glaubst du, wir deinen Geister haben? Oh, bitte sei leise. Wieso liegt hier eigentlich ein Tablet? Richtig, das wollten wir gerade herausfinden. Warum liegt hier ein Tablet? Wer würde das bitte liegen lassen? Und wieso ist es aufgeladen, wenn sie schon... Aber oder war es überhaupt zugedeckt? Oder was ist der Grund, dass es hier ist? Oh Gott, oh Gott. Na schön, es gibt keine Geister und ich stehe immer noch dazu. Okay. Ihr hattet recht. Es ist nur ein gewöhnliches iPad. Mia, ich hab was gefunden. Mia, Kerzen auf dem Boden, da ist etwas. Herr Dr. Dieter? Wo bin ich hier? Was mache ich hier? Was ist passiert? Leute, da liegen brennende Kerzen auf dem Boden. Müssen wir da hingehen? Wollen wir herausfinden, wo der Geist ist? Ja. Okay. Mia, Kerzen, ich habe etwas gefunden. Okay. Hört ihr das? Sie was hier? Los? Wo bin ich hier? Ich wollte nur Zeitung lesen. Wo bin ich hier? Oh nein. Oh mein Gott. Unser Videotagebuch, Tag 4. Neulich haben wir Herrn Dieter im Keller gefunden. Er hatte ein weißes Tuch über seinen Kopf und ein Tablet in der Hand. Er wusste überhaupt nicht, wo er war und... Es ist seltsam. Wir haben jetzt schon so viele Leute unter dem Tuch gefunden. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Herr Dieter, was haben Sie eigentlich im Keller gesucht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Plötzlich mache ich die Augen auf und ich sitze unter diesem komischen Tuch im Dunkeln im Keller. Erinnern Sie sich noch an irgendwas, was davor passiert ist? Ich erinnere mich an gar nichts. Ich denke, ich bin eingeschlafen im Büro. Mhm. Und als ich wieder zu mir kam, saß ich im Dunkeln unter diesem komischen Tuch. Leute, ich habe unten was gehört und einen Schatten gesehen. Es gibt noch gar keinen Geist, es kann auch nur ein Mensch gewesen sein. Doch, es gibt Geister.
Das stimmt. Natürlich. Nein, ist nicht möglich. Okay, meinetwegen, lass uns nachschauen. Komm. Also wirklich. Hi, Leute. Wo sind denn die jetzt schon wieder hin? Ich bin der Flötengeist. Der Flötengeist? Ich bin der Flötengeist. Ich bin der Flötengeist. Was hat das zu bedeuten? Die Tür. Nein. Aber bevor das ist los, warum fallen? Die Tür ist zugeknallt. Es hat dreimal an der Tür laut geklopft und ich habe diesen Zettel erhalten. Ich bin der Flötengeist. Der Flötengeist hat Hilfe von. Schaut mal, was ist los? Schaut mal! Es kann ja auch nur ein Streich sein von den anderen Schülern. Glaubt ihr das wirklich? Wir sind die Einzigen an dieser Schule gerade. Außerdem direkt konnte es niemand gewesen sein. Gefunden. Wer ist da? Wieso bin ich denn hier? Ich war doch gerade auf dem Weg zum Unterricht. Frau Gestaldi? Wir müssen rausfinden, warum Herr Dieter im Keller war. Was mit Frau Anthony? Sie war auch im Keller. So wie Herr Gerdes. Er ja auch. Ich glaube, wir müssen alle fragen. Herr Dieter haben wir ja bereits gefragt. Er hat gesagt, er hätte davor geschlafen. Was ist, wenn alle davor geschlafen hätten? Ich glaube, wir müssen noch was kurz herausfinden. Ja. Ich gehe aber noch ganz schnell auf die Toilette. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Komisch irgendwie. Meinst du, ein Pentagramm hat irgendwas mit Hexen zu tun? Ehrlich gesagt, ich habe gar keine Ahnung, aber wir gucken mal. Vielleicht finden wir hier... Die Kreaturen sehen ja auch ein bisschen gruselig aus. Finde ich und schon. Und der Ring. Oh Gott, oh Gott. Oh, hey Julia. Hey Leute. Schon wieder? Hier in der Schule gibt es einen Fluch. Ein Fluch? Welcher Fluch? Wobei, das Wilhelm Auber denn? Das könnte wirklich sein. Ich habe am Geist auch Ahnung. Was habt ihr gefunden? Wir suchen gerade nach Pentagrammen. Und wir haben ein Board gesehen. Wir haben nach Hexenwörtern gesucht. Und zwar haben wir eins bestellt. Plötzlich aus dem Nichts kam es aus der Luft. Genau das hier. Wir haben gefragt, von wem kommt dieses Board? Und da kam Geist raus. Und wir haben nachgefragt, ob es wirklich stimmt. Und es kam Ja raus. Wollen wir vielleicht noch eine Runde spielen? Gerne. Woher kommt dieses Board? Lass es uns herausfinden. Bist du dir sicher, dass wir das machen sollen? Hölle? Leute? Hölle! Vielleicht sonst findet noch jemand heraus, dass wir hier sind. Satz dich jetzt hin. Was hat das zu bedeuten? Was hat das? Hölle, kommt das Wort aus der Hölle? Das Ganze ist ein Fluch. Ich hab Angst, wir müssen hier sofort raus. Was denkst du von einem Hexenbrett? Das ist die Ebbe. Komm, lass uns mal schauen, was da unten ist. Ja, vielleicht kann da unten ein Geist sein. Ich hab Angst. Was ist das denn? Wieso ist das hier gerade rum? Lustig. Ich hab solche Angst. Was ist das? Tiere drauf. Tiere? Tiere? Harnstoffe. Tiere? Morgen. Gruselig. Zaubergespenster. Was? Was ist da bloß drin? Wollen wir reingucken? Nein. Ich würde es lassen. Ich das kommt mir generell schon so gruselig vor. Gehen wir? Schau mal, alles ist so so alt. Das sieht aus wie Tiere. Ich hab irgendwie Angst. Ich auch. Können wir wirklich reingucken, was da drin ist? Ich will es nicht machen. Ich auch nicht. Dann mache ich es halt. Danke. Alles okay. Was ist das? Das ist der. Ja, das war der. Bei Entwicklung. Ja. Das ist der? Ja. Was hat das alles zu bedeuten? Ich habe Angst. Das gehört der. Dem guten Geist. Mhm. Und jetzt kommt gleich der Geist wieder vor. Leg ihn rein, bitte. Bitte schnell. Bitte abhauen hier. Hi! Hey Leute! Schaut einmal, was ich gefunden habe! Warte, ist es der Hut vom Keller, von dem ihr mir
Ja, das ist wollte der. Ich auch gerade sagen. Leute, ich habe keine Ahnung, über was sie gerade redet, aber es ist was richtig Komisches passiert. Was denn? Als der Hut auf der Statue war, fing ein Flötenspiel an. Was? Als er aber weg war, als ich ihn abzog, hörte das Flötenspiel auf. Wie kann das passieren? Ja, oder sein? Ja. Darf ich mal? Danke. Sicher. Ah! Julia! Du blutest ja. Ich blute? Hol Verbandzeug! Hier. Soll ich den Blut wirklich machen? Ja. Ja. Halt. Mach es. Okay. Wahide? Wahide! Wahide! Ah, meine Hand! Ist alles okay? Was, alles okay? Was ist jetzt mit dir? Was ist in deinem Gesicht? Was ist denn? Geht's? Geht's? Nein. Warum ist Blut auf meiner Hand? Warum habe ich schwarze Spuren? Das ist genauso wie ihr. Aurora, alles okay? Was ist los? Aurora? Sie blutet ja auch. Was? Was ist los? Warte, wo bin ich? Ist das Ganze ein Fluch? Wo bin ich hier? Oh, was war das für schwer? Ruf Emily an. Okay. Ruf Emily an. Ruf Emily an. Emily? Was ist? Wo seid ihr? Im Keller. Es ist bloß eine Tür vor uns. Wenn die jetzt nicht aufgeht, dann kann ich euch echt nicht finden. Wir kommen. Bitte geh auf, bitte geh auf, bitte geh auf. Emily! Ja! Mia! Ja! Gott sei Dank. Wir haben euch gesucht. Wir haben euch gesucht. Oh mein Gott, so spannend. Was ist denn hier so gruselig? Die Truhe. Wo ist sie? Diese Truhe? So spannend. Was ist denn hier drin so spannend? Dieser kleine Hut hier. Oh. Ah, was ist denn los? Ist alles okay? Ah, es hat gekribbelt in meinen Händen. Also. Unser Videotagebuch Tag 6. Heute wollen wir ins Museum gehen und dort noch weitere Informationen über Herr Auberlin suchen. Schau, hier ist die Ausstellung. Mhm. Familie Auberlin. Auberlin ist Auberlin, schau. Schaut mal, Luise Auberlin, 1829 bis 1863, die Tochter von Wilhelm Amadeus. Was? Was hat das denn zu bedeuten? Oh. Seit wann gibt es eine Tochter? Weiß ich nicht. Schaut euch mal diese Bücher an. Diesen Hut. Wieso hatten die nur so viele Hüte? War in der Hut. Oh. Also, mein Gott. Ich so viele Schriften. Schau mal die Schrift. Schau mal, das ist die Hüte. Ja. Wie bei der Statue. Wow. Oh mein Gott. Das ist schon irgendwie... gruselig. Schau mal ein Porträt von Luise. Oh, oh mein Gott. Ah, das ist so gruselig. Das ist die Großmutter und die Tante noch. Ja. Das sieht alles so gruselig wow. aus. Schau mal. Georg Daniel erzog die Weberer Kinder mit harter Hand. Seine Neffe Nikolaus Ferdinand, sympathischer mit fortgeschrittenen Methoden. Wilhelm Amadeus stand in Kontakt zur Basler Mission und sammelte Spenden für das syrische Weißenhaus in Jerusalem. Und hier steht drauf: Rede am Graben des Heeres. Herr Nikolaus Ferdinand. Luise Auberlin, 1829 bis 1830. Der Hut. Oh. Wer ist das? Wer bist das du? Sieht aus wie die Tochter von Wilhelm Auberlin. Wer bist du? Hast du irgendwas mit diesem Hut zu tun? Ja, es ist der Hut von meinem Vater. Ja? Er hat einige Exemplare davon. Es ist ein Exemplar davon. Auf seiner Beerdigung hatte er das auch. Sind die wertvoll?
Die sind wahrscheinlich wertvoller in eurer Generation. Willst du ihn vielleicht mitnehmen? Ich möchte ihn mitnehmen. Luise, ist das da vorne dein Vater? Ja, das ist mein Vater. Das ist Wilhelm Auberlin. Er war ein guter Vater. Er ist ein Geist jetzt. Was? Aber was dann mit dir? Ich bin auch ein Geist. Aber ich bin zurückgekehrt, weil ihr meinen Namen gesagt habt. Also bin ich hierher gekommen und wollte eure Generation ansehen. Und ihr müsst wissen, ich war eine tolle Klavierspielerin. Ich habe ein Stück gespielt, das die Generation von euch niemals spielen könnte. Luise, dein Klavier? Das ist das alte Klavier. Es war so toll. Ich werde jetzt gehen. Halt, stopp! Du wolltest ihn nur von deinem Vater mitnehmen. Danke. Er kostet mir viel. Wo gehst du hin? Wiedersehen. Wo gehst du überhaupt hin? Sollen wir nach? Ja. Sie ist weg. Wo ist sie hin? Oh Mann, mein Klavier. Das ist uralt. Seit Generationen steht es hier. All die Tasten, all das Ganze. Du bist mein Schatz. Ich habe all die Jahre auf dich gekomponiert. Es war toll. Hallo, ich bin der Flötengeist. Was? Schau mal. Flötengeist? Oh mein Gott. Was hat das alles zu bedeuten? Hallo? Wer ist das denn? Ruf mich an. Hallo? 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 Hallo, Emily. Ich bin es, dein Vater. Hey Leute, ich habe mal eine Frage. Was ist eigentlich überhaupt im Museum passiert? Wir sind reingelaufen, dann war da die Auberlin-Ausstellung und dann war da so ein Text von Luise. Und dann hat sie den Text vorgelesen. Yes, Luise! Luise ist die Tochter von Wilhelm Auberlin. Sie hat Klavier gespielt und Flöte. Ey, habt ihr doch... Und sie ist auf einmal... Lass mich kurz reden. Sie ist auf einmal um die Ecke gekommen. Und dann wollte sie den Hut mitnehmen und hat mir den Hut erzählt, dass dieser Hut von ihrem Vater war und dass so wenige Exemplare davon liegen. Und sie hat ihn mitgenommen. Ja, das war echt gruselig. Sie ist einfach rausgegangen dann. Und dann sind wir hinterhergelaufen, hier richtig schnell hinterhergelaufen. Aber sie war auf einmal weg. Videotagebuch, Tag 7. Es ist was Komisches passiert. Wir waren im Keller und haben einen Hut entdeckt. Ich habe den Hut gehoben und es hat einfach geziebt und gebrannt. Es war schon ziemlich komisch, aber ja, kann man jetzt auch nichts machen. Ich habe jetzt ein Verband auf meiner Hand. Ist nicht so schlimm. Was ist das für ein Raum? Ein Keller. Wie alt ist der bitte schön? Wie alt? Nicht überrascht. Und diese alten Kostüme hier. Ich hoffe, sie sind gerne mal bestimmt. Ja, ich hoffe, sie sind einigermaßen schön. Was ist das hier für ein Raum? Das ist der Biologieraum. Was steht da? Stimmt. Hier war mein Lieblingsraum. Von wem? Was hat das überhaupt zu bedeuten? Lieblingsraum? Das war der Lieblingsraum meines Vaters. Luise, was machst du hier? Ich erzähle meine Geschichte von meinem Vater. Gerne hin und wieder ein paar Streiche.
damit die Menschen sich an mich erinnern und mich nicht vergessen. Unser Videotagebuch Tag 8. Wir sind heute in der Bibliothek, um weitere Informationen über Wilhelm Auberlin herauszufinden. Glaubst du, wir finden hier irgendwas? Ich hab was gefunden, schau mal. Echt? Liebe Elisabeth, ich nutze jede Gelegenheit, dir zu schreiben, dass ich dich sehr liebe, dass ich nur an dich denken kann, wochenlang. Ich weiß, es kommt komisch vor und so, aber ich vermisse dich so sehr. Ich kann nur an dich denken. Wer ist Elisabeth? Ja. Okay. Warum bist du hier? Luise! Wonach suchst du hier? Oh, also wir haben einen Text gefunden. Kommt der dir bekannt vor? Liebe Elisabeth, ich liebe dich und vermisse dich wirklich. Luise? Luise? Schau mal, ich habe ein Buch mit Wilhelm Auberlin gefunden. Echt? Ja. Was? Was ist das denn? Diesmal. Wow, langer Text. Liebe Elisabeth, ich vermisse dich wirklich sehr. Es ist traurig, dass wir uns nicht zur Zeit nicht sehen können. Mein Herz liegt dir zu Füßen. Ich liebe dich. Dein Wilhelm. Was? Oh, ich muss dir noch was erzählen. Was denn? Als du weg warst, war Luise hier. Was? Luise? Ja. Die Luise Auberlin? Ja. Was macht sie denn hier? Ich weiß nicht. Sie ist gekommen und gegangen. Was macht sie denn hier? Hat sie irgendwas gesagt? Naja, ich habe ihr den Text gezeigt, aber der sagt ihr nichts. Nichts? Nein. Hat sie nichts dazu gesagt? Sie ist gegangen. Oh. Aber übrigens, was ist eigentlich in der Bücherei passiert? Ja, mein Gott, der Hund ist schon wieder da. Oh mein Gott. Ich bleib auf Distanz. Ach, ja. Nein! Nein! Ich wollte gerade sagen, was ist in der Bücherei passiert? Oh, in der Bücherei. Nee. Oh, also. Warte. Erzähl du. Warte, okay. Mal kurz. Ist das nicht die Flöte wie auch im Museum? Das ist genau so eine. Warum bin ich eigentlich bei den spannenden Sachen nie dabei? Museum, Bücherei? Warum geht die immer ohne mich? Okay, wir erzählen es dir jetzt mal. Ja. Okay. Also, in der Bücherei war es so. Wir haben einen Buchentext gefunden und dann wollte Julia weitere Was Sachen. Was tust du nicht eigentlich? Nein, du. Ach so, ja, du stimmt. Du wolltest dann nach weiteren Hinweisen suchen. Und dann ist Luise aufgetaucht. Wer ist Luise? Luise. Wer ist Luise? Entschuldigung. Luise, die Tochter von Wilhelm Auberlin. Oh, Entschuldigung. Aber oh, ich sollte trotzdem auf der Fahrt bleiben. Bis, auf jeden Fall. Du, vielleicht hat es halt. Ich übertreib nicht. Mein ganzer Arm hat unter Feuer gestanden an diesem Moment. Also bitte lasst mich in Ruhe. Wow. Es gibt bei mir zwei, es gibt bei mir Paare im Jahr. Okay, machen wir jetzt alle weg so wieder. Machen wir einfach wieder alles so weg. Ja, okay. Weil wir haben. Aber wir behalten neue. Jetzt. Zwei Paare. Scheiße, nein! Oh. Ja! Ich hab keinen Bock mehr. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Guck mal, das ist Video. Ja, cool. Okay. Hört auf, wow. Was macht der denn? Wir spielen Memory. Cool. Wer gewinnt? Ach, wir spielen durcheinander. Oh. Ey, guck, was für ein Video, voll geil, ja? Kannst gleich dein Handy mit der Musikbox verbinden. Die ist nicht mal eingesteckt. Hört auf, nach mir zu suchen. Finden könnt ihr mich nicht. Auf jeden Fall, ich finde eine Sache immer noch komisch. Was denn? Ich habe mir wehgetan. Aber ich glaube nicht, dass es seine Absicht war, mir wehzutun. Schließlich hat er ins Schule gekommen.
begründet. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch war. Ich glaube, er hatte nur nette Absichten. Ja, aber ich fand es immer richtig viel auch. War ein Museum, war eine Bücherei drin. Und wir im Keller mehrmals. Das ist schon krass. Boah, ja. Und vor allem, wir haben diesen Gang entdeckt. Den hätte ich nie entdeckt ohne euch. Ja. Seht ihr? Wir haben so viele Abenteuer erlebt. Geister gibt es doch wohl. Ich lag tatsächlich falsch. Ja. Tatsächlich.